Herzlich willkommen, Freunde, und zurück zu einem weiteren Langgespielt. Heute von der App Inflation RPG. Habe ich früher schon mal ein bisschen was davon gehört. Und zwar, nee, ich will jetzt nichts Falsches erzählen, deswegen lassen wir uns einfach überraschen. Ich hätte gedacht, es war früher mal so gewesen, man hat einfach versucht, nach oben zu kommen. Wenn man stirbt, dann muss man wieder von Null anfangen. Aber dann, wie gesagt, lassen wir uns mal überraschen. Statistics, Maps, Bosses, Timeplate, Base Ability, Weapons und so weiter haben wir bisher noch gar nichts. Ist ja logisch. Und ich würde sagen, wir starten das Spiel einfach mal. Sollen uns einen Charakter auswählen? Ich glaube, die machen... Ups. Okay, dann habe ich den jetzt ausgewählt. Ja. Genau, es ist doch gewesen. In diesem Spiel kannst du 30 Kämpfe bestreiten. Wenn die Zahl 0 erreicht, endet das Spiel. Und erhalte so viele Level wie möglich, bevor das Spiel endet. Okay. Na denn. Actual Level 1 Bonus plus Combo plus 5. Okay, was da? Ein Hühnchen! Achso, ich habe jetzt aufgedrückt. So, Level, welches Level sind wir mittlerweile? 22 Level aufgestiegen auf Level 23. Wir sollen die Charakterpunkte verteilen. Und wir sollen die Stärke erhöhen anscheinend. Entweder wir können alle oder nur bestimmte Dinge erhöhen. Erhöhen wir alle plus 264, okay. Okay. So, nächster Gegner, wo bist du? Oh. Jetzt kommt mein nächster Gegner hier. Bam, go, bam, gekillt, bitch. Wieder einige Level aufgestiegen, 8 Level. Try moving away from the beginner level area. Okay, das ist aktuelles Level 710. Was haben wir hier? 272, was haben wir hier? 25 haben wir hier. Achso, die ganzen, die noch in Ordnung sind, sind... gelb und weiß hinterlegt. Blau, nicht weiß. So, kämpfen wir. Zack. Ich bin tot. Warum bin ich tot? Okay, bin tot. Wir sollten vielleicht mal ein paar Status-Punkte in unsere HP investieren. Auf 160 erhöhen, warum nicht? Cool Map Information, aktuell 5. Wir gehen mal unten so ein bisschen die Statistiken durch. Encounter Gore, ja, diese Leiste. Das heißt, je mehr wir rumlaufen, desto höher ist die Chance, gegen einen Gegner zu kämpfen. Ah, zack. Und wir sind 21 Level wieder aufgestiegen. Seit wir etwas Money bekommen oder Geld bekommen haben, wie wäre es mit Waffen kaufen? Und wo? Equip. Wir können ja besseres Equip kaufen. Wir haben 750 Gold und ich würde sagen, wir holen uns aber mal dieses Knife. Ja. Von 5 auf 30 ATK und ATK mal 100, mal 1000. Ups, jetzt habe ich auf die Werbung geklickt. Der hat mich jetzt etwas irritiert. So, Equip. Armor haben wir noch. Wir könnten. Okay, 1000 haben wir leider nicht mehr. Heißt, wir müssen jetzt rumlaufen, wieder zum. Bis der nächste Gegner kommt. Hier kann man. Ja, die Gebiete sollen noch nicht bekämpfen hier hinten. Bam. 16 Level aufgestiegen, wieder. Wir haben ordentlich Geld bekommen. Jetzt kommen wir hier unten rein. Aktuelles Level 72, Bonus Enemy HP mal 0,5. Bin tot, scheiße. Dummerweise bin ich gestorben. Können wir ein bisschen unsere Defense aufwerten auf 454, warum nicht? Sollte man definitiv mal merken, unsere Punkte, dass wir die ausgeben sollten. Jetzt können wir nämlich kaum noch Schaden. 6160 Erfahrungen und 31 Level aufgestiegen und wieder 124 Bonus-Stats bekommen. Agility und Luck, Critical Rate, Gained Items und Game Money depend on Luck. Na, setzen wir alles hoch, würde ich sagen. Alles oder nichts, ne? So nach dem Motto, ich komme unten auch anscheinend. Wow. Etwas nebelig, oder? Okay, der hat anscheinend noch ein Schild. Oh, der hat anscheinend mehr als eine Leiste. Das ist ja fies. Da bin ich noch ein bisschen zu schwach anscheinend. Da gehen wir wieder hier hoch. Ins normale Areal. Aktuell ist Level 72, Dinger, ja komm. Warum haben die alle ein Schild? Wollt ihr mich verarschen? Guck mal, der hat mega viel Luck, holy shit. Und wieder 13 Level aufgestiegen.
Ich denke, ich werde da oben wieder ein Dings einfach rüberpacken, so einen schwarzen Balken über die Werbung. Deswegen wundert euch da nicht. Und wir haben noch 15 Battle Points. Sind wieder 12 Level aufgestiegen. Und ich weiß nicht, ob wir das Geld behalten können oder so. Und dass, wenn wir dann neu anfangen, es ein bisschen leichter haben oder so. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Nein, okay, wunderbar. Ich wollte nicht ins nächste Gebiet rein. Und 12 Level wieder aufgestiegen, wunderbar. 13 Battle Points, 178, achso, 13 Battle Points haben wir noch. Equipment, können wir vielleicht mal was Besseres kaufen? Ne, kann man noch nicht, aber wir können bessere Rüstung kaufen. Auf die hier. Bye. Yes. Aber wir können dann Options, Title, the game saves automatically. Okay, das ist super. Status, das hier. Und setzen wir auch mal hier, Critical-mäßig können wir dann, hauen wir mehr rein. Dann schauen wir mal. Und? Da ist ein Crit gewesen. Okay. Dann würde ich sagen, jetzt können wir unten in dem Dings kämpfen. In dem anderen Bereich. Weil jetzt haben wir ja... Jetzt haben wir eine bessere Rüstung. Wir haben ordentlich Punkte aufgesammelt. Wir sind Level 146. Also ist ja auch kein Thema mit Level 90er hier. Sollte überhaupt kein Thema mehr sein. Na, wobei... Oh, wir hauen gut Critical-mäßig rein. Aber der haut auch ganz gut rein. 14 Level aufgestiegen. Was haben wir hier? Level 132. Okay. Na, nicht da. Hier. Ich glaube, der killt uns noch ein bisschen. Das ist mal ein bisschen zu schwach, würde ich meinen. Ja, leider. 8 Battle Points haben wir nur noch. Töte ihn! Wunderbar, wieder 13 Level aufgestiegen. Ja, ihr seht schon, die Level werden hier einfach nur so rausgeworfen. Aber wenn wir in 7 Kämpfen dann die abgeschlossen haben, verlieren wir die Level eh sowieso wieder. Dann schauen wir mal, wie es dann weitergeht. Wow, heftige Magie hier überall. Holy shit, wieder 12 Level aufgestiegen. So, Status. Wollen wir unsere RTK hochsteigern? Zack. Okay. Ja. So, Level 132er, 176er, das können wir auch noch mitnehmen, warum nicht? Bonuserfahrung mal 1,5. Okay, sind ein bisschen zu stark, würde ich meinen, oder? Ein bisschen noch. Ein bisschen. Battle Points nur noch 2. Okay, verlieren wir mehr Battle Points, wenn wir verlieren? Das wäre richtig mies. Wow, 20 Level aufgeschrieben. 23.000 Erfahrung, 80 Stat Points, wunderbar. Mal ein bisschen unser HP aufstocken. Wir haben nämlich ein bisschen wenig. Geh mal wieder hier rein. Jetzt haben wir nicht mehr so wenig HP. Aber leider haben wir jetzt unsere ganzen Battle Points verballert. Und damit war es das gewesen. Game Over, Resultat Level 244. Nein. 7002 komplettes Money. 5 mal gestorben und 20 Kämpfe insgesamt bestritten von 30 Kämpfen. Also jedes Mal, wenn wir einen Tod sterben, allein bekommen wir 2 Battle Points sozusagen abgezogen. Currently holding 5702 Gold. Okay. Gegen die Werbung kann ich jetzt nichts machen. Ah, sieht gut aus. Also, so ein bisschen wie Heyday. So, Game Start. Nehmen wir mal den nächsten. Nehmen wir mal die da. Die Frage ist jetzt, hätte ich mit dem gleichen Charakter spielen müssen, um die Stats zu bekommen? Also die vorigen Stats? Müssen wir gleich nochmal gucken. Ich denke mal, das können wir noch durchspielen, das Ding hier. Oh, doch, hier haben wir... Guck mal, das behalten wir sogar, die Weapon und so weiter. Allerdings haben wir das Gold nicht behalten. So wie ich das richtig sehe. Gold haben wir gerade nur noch 200. Vielleicht verrechnet sich das automatisch gegenüber dem... Gegenüber den Items. Ja, 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 21 Level wieder. Komm, ich denke mal, jetzt, wenn wir jetzt sowieso locker, kriegen wir hier einen besseren Score hin. Einfach weil wir das bessere Equipment schon haben. Überhaupt kein Thema. So, ich werde jetzt erstmal meine HP aufstocken. Auf 900 dazu, das ist nicht übel, das ist nicht wenig. Das ist wirklich nicht wenig. Wir sind ja also mittlerweile schon Level 68.
Und ja, die kriegen jetzt kaum noch down die HP. 31 Level aufgestiegen. Da kann man vielleicht gleich mal ein bisschen was Besseres kaufen. Erstmal ein bisschen Defense hoch hier. Equip. Not for sale. 6000 Euro fürs nächste. Na gut. Gehen wir hier unten hin. Ich glaube, der war zu stark, oder? Ja, dafür haben wir noch zu wenig Crit. Aber wir können ihn trotzdem besiegen. Dafür haben wir noch zu wenig Luck. 19 Level aufgestiegen, müssen wir gleich mal erhöhen, unser Luck. Für kritische Rate, okay. Naja, egal, gucken wir einfach mal. Na, wo bleiben die Crits? Da ist der Crit. 25 Level aufgestiegen wieder, 2738, ja, es geht mittlerweile. Mittlerweile läuft so, ja, mal Level 132, denke mal, können wir die down? Ganz kurz nochmal unser Statuspunkte angucken. Agilität kommen wir hoch auf 200 dazu. Das ist nicht übel. Na, oh Gott. Glücklicherweise bin ich wieder zurück in unser. Ja, die Crits sind cool. Sieht immer mega aus wie Magie. 34 Level aufgestiegen. 22.000 Erfahrung. 495 Gold. Jetzt kommen wir unten auch rein. Ja, wir könnten. Ja, wir machen einen Kampf. Machen wir auch hier. Bringen wir zum nächsten. Crit! Und nochmal Crit, wunderbar. Wieder 27 Level aufgestiegen. Leider können wir mit dem Gold nicht wirklich viel machen. So, was machen wir? Was erhöhen wir hier dadurch? Atikawa. Na klar. Stärken wir uns ein bisschen. So, 21, also dafür, dass wir weniger sterben, kriegen wir halt, haben halt umso mehr die Chance, hier mehr Gegner zu besiegen. Wow, hat der Atikabus geholfen. Holy shit. 31 Level aufgestiegen, 132 Stats Points bekommen. Dann gehen wir gleich mal auf Luck, würde ich sagen. Ja. Stirb. Oh, der macht uns aber auch gut Schaden. Ah, wenn wir jetzt nicht kritten. Ah, schade. Von 20 Battle Points auf 17. Okay, also es ist wirklich unterschiedlich, wie viel wir verlieren. Das ist wirklich unterschiedlich. Ja, es fragt mich, wie der mit uns besiegen konnte. Ich meine, what the fuck? Heftig. Na, wir haben halt wenig gekrittet. Vielleicht sollte man noch eher trainieren, bevor man irgendwo reingeht. Lass mal auf Bonus Daumen drücken. Bonus? Use? Achso, Enemy Attack mal 0,5. Heißt also noch die Hälfte, glaube ich. Dafür, dass wir den Bonus hier aktiviert haben. Bonus HP mal, okay. Wir können also mit dem Bonus auch Geld erhalten. Wir haben 15.000. Dann schauen wir gleich mal im Equip. Damage 6.000. Hier, das da. 140-artiger, holy shit. Und für unsere Defense sorgt diese Armor ein bisschen besser hier. Jetzt kann man ja vor allem voll locker gewinnen. Kann man sogar vielleicht so weiterlaufen. Ja, ja, schön. So schnell werden wir jetzt nicht mehr sterben. Hier haben wir Level 315. Oh, das ist ein Boss, wa? Wir müssen erstmal die untere. Oh, verdammt. Die untere Leiste besiegen. Ja, da war ich ein bisschen zu greedy hier hinten anscheinend. Das war ein bisschen doof gewesen. Aber krass, wie stark die sind, wenn man sie trotzdem für so stark hält, oder? Heftig. 24 Level aufgestiegen. 96 Stat Points wieder bekommen. Defense. Alle mal reinhauen hier. Jetzt kann man kämpfen hier, kommen locker. Manchmal 3 als Bonus. Bam, komm. Du kannst mir nicht mehr angreifen hier. Bam. Oh yeah. Das, ja, sehr schön. Was? 73 Level bekommen? Wow, das ist nicht übel. Das ist wirklich nicht, ich drücke immer auf das Falsche. Es ist wirklich nicht übel. Was sollen wir dafür verbessern? Unsere HP? 1460 dazu? Warum nicht? Ja, jetzt kommen die ganze Zeit diese Bosse hier halt. Bam! Gekillt.
Sollte es ja dann aber nicht mehr so viel. Wo war jetzt 56 Level? Das ist immer noch. Ist ja übel. Können wir hier nochmal einmal kämpfen, bevor wir hier weitergelaufen? Kommen wir überhaupt schon rein? Ich würde es überhaupt noch gar nicht testen eigentlich. Na gut. Das haben wir schon getestet. Ich weiß gar nicht, was für ein Level das ist. Wo wir gerade drin stehen. Na, 12 Level ist nicht so stark. Actual Level 176, 244. Okay. Ja, das muss man wirklich mal gucken, wo hier die Level 90. Okay, jetzt fange ich wieder. Jetzt gehe ich wieder zum Anfang sozusagen. Ah, das hat nichts gemacht. Das hat wirklich nicht viel. Achso, hier bin ich jetzt hier wieder. Okay, verstehe. So, hier haben wir aktuelles Level 120. Na gut, das ist jetzt auch nicht so doll. Ach, zumindest schon mal besser als die 90er. 10 Level? Hm. 220, okay. 300, ist schon mal gut. Am Anfang könnte man theoretisch ja zu diesem 700er Level Ding denken, irgendwann später gehen 20 Level leider nur. Nicht stark genug, die Gegner. So, hier kommen wir aber nicht rein, weil das einfach viel zu stark ist, das Ding. Also man kann theoretisch auch gegen Gestrüpp und so weiter laufen, um die Leiste zu füllen, wie man hier entdeckt wird. Ah, geh mal wieder die Dinger verbessern, ja, ATK am besten. 15.000! War 1.500 gewesen, ich weiß gar nicht. 380, ah, jetzt sind wieder ein paar bessere hier. Level 19, Level nur ab, hm. Okay. Ich glaube, hier bin ich falsch, und ich mal meinen zu schwachen Gegner. Ja, muss ich auf jeden Fall die Map mal angucken. Also, gibt es irgendwo eine Map? Ne, leider nicht. Da komme ich noch nicht rein, weil es Level 710 ist. Muss irgendwo noch was anderes sein, Level 300. Na gut, das ist noch akzeptabel, würde ich mal meinen. Hm. 13 Level. Ja, aber langsam wird es knapp hier. Ne? Außerdem haben wir jetzt keine Battle Points mehr, das war doof. Dennoch haben wir Level 571 erreicht. Ne, lass mal. Aktuell halten wir 18.503 Gold. Ah, Accessoire. Ah, wir können auch ein Accessoire kaufen. HP increased bei 400. Kaufen wir auch mal. Oder wir können natürlich die ATK und so weiter erhöhen. Ich denke mal, ich werde die ATK erhöhen. So, das ist der erste Slot. You can unlock this for 5000 gold. Da werden wir. Each stat increased by times played mal 3. Critical will no longer occur. Heißt, wenn wir das kaufen, können wir nicht mehr critten. Allerdings werden alle unsere Stats mal 3 verbessert halt immer. Ey, gibt so viele Accessoires. Holy shit. An sich ist das nicht schlecht. Können wir halt nicht mehr critten, aber. Who cares? Okay. Title. Tja, wenn man so geil auf der App spielen könnte, wäre das natürlich mega cool. Werden sie nochmal die auswählen? Das ist aber völlig egal. Ich glaube, der Charakter ist immer völlig egal, den wir hier nutzen. Ich werde den ganzen Run nicht machen. Jetzt meine App abgestürzt. Ich werde den ganzen Run nicht nochmal machen. Wobei, wenn die jetzt abgestürzt ist, ist auch egal. Try again. Achso, continue. Ne, try again sollte man es nicht machen, sonst. Wow, okay. Ihr seht, dass unser Equip schon ziemlich gut ist, gerade was die Gems angeht. Und halt, wir erhalten halt unser Equipment, das ist ja das Gute daran. Auf jeden Fall kommt man hier mit jedem Run immer weiter zum Roguelike-mäßig. Haben wir mal getötet, easy. 26 Level hoch. Menü. Stats. HP dazu. 960. Jetzt sollten wir auch hier unten kämpfen können, denke ich mal. Oder? Na, wir kämpfen noch einmal hier. Hauen uns auch einmal Stats und dann gehen wir auf Defense oder so. Ach, vorbei, sind zu viel zu schwach. Lohnt sich auch gar nicht. Gehen wir auf Defense. So, komm her. 72er Level. Hm? Du willst was von mir? Stirb, würde ich sagen. Da kann man sicherlich später auch gleich sich mit den 710 Leveln anlegen.
Wird dann wohl auch nicht mehr so schwierig sein. Level 90 ist hier hinten. Ja, für zwischendurch ist das ein schönes Spiel. 15 Level. Ich bin übrigens gegen die Wand gelaufen vorhin anscheinend. Nee, doch nicht. Wollte schon sagen. Actually Level 90. Können halt nichts gegen mich machen. Ich bin einfach viel zu OP mit diesen Dingern. Mit diesen Gems. ATK. Und wenn ich jetzt noch 800... Okay, es war nur 816 von 1500 gewesen, nicht 15.000. Oh Gott. Ich bin sowas von tot, würde ich meinen. Oh, why? Nö, doch nicht. Easy. Einfach mal 51 Level hoch. Ja, und so muss man halt leveln, weißt du? Level 244 kriegen wir locker hin, oder? Würde ich sagen. Combo Attack and Critical Rate Gain. Okay. Nehmen wir mal das hier. Kritten können wir eh nicht mehr, also ist das völlig egal für uns. Das ist echt guten Schaden. Und vor allem Combo Attacks sind halt, dass wir hintereinander angreifen können, ohne dass die reinkommen. Und schöne 68 Level aufgestiegen. Sind hier mittlerweile auch schon das easy Ding hier. Ich denke mal, gegen Level 710er werden wir noch nicht gewinnen. Das halte ich für unwahrscheinlich. Lost the... Oh, verdammt. Ja, werden wir auch nicht gewinnen. Ups. Das war ja peinlich. So, Bonus, kann man das wieder aktivieren? Ja, kann man. Ist jetzt aber auch egal. Wir gehen mal wieder zum Titel zurück. Ja, Leute, das war's gewesen mit Inflation RPG. Ist, wie gesagt, ganz witzig, so viel zwischendurch. Und ja, gerne könnt ihr mal probieren, ganz nach oben zu kommen. Ich weiß noch nicht, was für ein Maximallevel es gibt. 710 habe ich auf jeden Fall schon mal gesehen. Wird auch nicht so lange dauern, da hinzukommen. Ich denke mal, es gibt noch wenige Stärke, so bestimmt Level 10.000 oder so. Können wir gleich mal unser Leaderboard angucken. Es gibt ein Hard Leaderboard und ein Normal Leaderboard. Ein Score 567.000, leider kann man hier keinen Level oder sowas in der Art sehen. Und 345.000, aktuell habe ich einen Score von 0. ja, Leute, das war's gewesen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wer Inflation RPG spielen möchte, in der Videobeschreibung die Links zu dem Spiel. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.